Julia. Heute wieder nicht alleine, heute ist Yannick wieder mit dabei. Was geht? Und wir wollen heute mal testen, abwechselnd zu kochen. Das heißt, ich würde sagen, der Gast darf gleich anfangen. Einer von uns verlässt immer die Küche, beziehungsweise am Anfang verlassen wir beide die Küche. Der Lars hat uns 8 Zutaten rausgesucht und damit müssen wir irgendwas kochen. Yannick darf dann gleich anfangen, innerhalb von 3 Minuten anzufangen, was auch immer zu kochen, wir wissen es ja noch nicht. Und dann, nach 3 Minuten, wird gewechselt. Das heißt, dann muss ich das weitermachen, was er schon angefangen hat. Ich hoffe, da kommt was bei rum, was man gleich essen kann. Weil das Hüngerchen kommt so langsam. Genau, dann würde ich sagen, eigentlich ganz einfach. Wir stellen unseren Timer hier schon mal auf 3 Minuten. Das Ziel ist es, dass wir heute was essen können, was gut schmeckt. Das wäre toll. Und dann bin ich sehr gespannt, was wir jetzt gleich für Zutaten haben. Und ich würde sagen, dann verschwinden wir direkt mal zur Küche, dass wir hier unsere Zutaten kriegen. Scheiße. Sei leise! Halt dir die Ohren zu, ich meine die Zutaten. Gut. Darf ich kurz fragen, was ist das? Knoblauch in Öl. Knoblauch in Öl. So, dann wären wir auch schon wieder. Ich fange jetzt erstmal an, bevor ich jetzt meinen Timer starte, würde ich einmal kurz die Zutaten vorstellen. Wir hätten hier einmal Knoblauch in Öl eingelegt. Ich hoffe, man sieht das alles, weil ich habe keine Ahnung, wie die Kameraperspektive ist. Wir haben Hähnchen, Brustfilet-Teilstückchen, die wir wahrscheinlich anbraten werden. Zumindest habe ich nichts anderes damit vor. Wir haben Schlagsahne, wir haben Milkaner Kräuter, Streichkäse oder wie man den nennt. Wir haben wunderbare junge Erbsen. Und dazu kommt dann noch Eier aus Bodenhaltung plus ein paar Zwiebelchen. Und um das Ganze zu verfeinern, Kartoffeln. Und daraus sollen wir jetzt irgendein Gericht kochen. Und ich habe noch absolut keine Ahnung. Und bevor es jetzt noch zu lange dauert, würde ich sagen, starte ich den Timer und es geht los. So, dadurch, dass es halt auch absolut nicht meine Küche ist, muss ich erstmal gucken, dass ich Töpfe um so einen Scheiß finde. Das wird mir gerade eben gezeigt. Ah, hier, perfekt. Weil das erste, was ich damit schon mal mache, ist ein bisschen Wasser für die Kartoffeln einlassen. Weil ich denke mal, Kartoffeln werden gekochen. Also zumindest ist das meine Theorie. Und ich denke auch, dass die nächsten 3 Minuten relativ schnell rumgehen werden. Aber wir werden ja trotzdem schon mal Kartoffeln schneiden. Das heißt dann, Lea schon mal Bescheid. Ich werde jetzt erstmal nur versuchen, alles irgendwie einigermaßen vorzubereiten. Ich denke mal, aus der Schlagsahne und aus dem Kräuterding hier können wir dann irgendwie eine geile Soße oder sowas machen und die Hähnchenstreifen werden dann safe wieder in eine Pfanne gepackt. So, Pfanne ist hier. Das haben wir dann auch schon mal. Das und das. Bereite das erstmal alles nur vor, weil ich werde eh nicht viel schaffen. Was wir mit dem, keine Ahnung, das irgendwie mit in die Soße rein oder so. I don't know. Aber für die Soße brauchen wir auch nochmal einen Topf. Da oben. Und dann gucken wir mal, ob wir daraus irgendwas Geiles kochen können. So, das dann irgendwie alles so. Und dann gucken wir mal, ob Lea damit was machen kann. Die Erbsen würde ich vielleicht mit den Kartoffeln dann irgendwie machen. Was wir mit den Eiern vorhaben, noch absolut keine Ahnung. Ich fange jetzt am besten schon mal an. Und gucken wir nach einer Schere, dass wir irgendwie diese Kartoffeln schneiden können. Eine weiter unten. Danke für den Tipp. Wenn du einen Sparschäler suchst, der ist da drüber ganz hin. Danke dir. Sparschäler, Sparschäler, hinten. Bei dem blauen. Ah, perfekt. So, und dann gucke ich mal, dass wir schon mal ein paar Kartoffeln anfangen zu schälen. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Format wird oder wie ihr. Boah, ich habe so lange keine Kartoffeln geschält. Also ich denke mal, wir werden sie schälen. Dreh den Sparschäler um. Ah, ich habe einen Sparschäler, das erste Mal. Das hier. Hier ist schon unser Kameramann, gibt sich gerade Facebooks ohne Ende. Aber ich kenne diese Küche halt absolut gar nicht. Und mit Sparschäler schäle ich eigentlich auch keine Kartoffeln, weil ich das sonst immer anders mache. Aber passt schon, hätten wir den ersten Film heute schon mal abgehakt. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Ich denke mal, wir machen das Gericht für, ich denke mal, 2 bis 3 Leute. Und ja, da wird schon irgendwie was draus werden. Lea macht hier dann gleich hoffentlich weiter. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie lange meine Zeit ist. Aber wird wohl schon irgendwie passen. Und dann bin ich mal gespannt,
was wir hier gleich weitermacht oder ob die überhaupt diesem Ganzen hier zustimmt. Auf jeden Fall tue ich die Kartoffeln schon mal da rein. Und ich sehe gerade, dass der Timer genau jetzt abgelaufen ist. Ja, oh Gott, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, alle Sachen gefunden. Okay, Janik will scheinbar eine Knoblauchsahne und Käsesoße machen. Was hier? Mühe und Herzen. Oh Gott, ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal. Hat er jetzt. Die hat aber nicht gut geschält. Also. Was ist ein Bogenschäler für, ey? Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir machen das erstmal weiter. Und, nee, warte mal. Ich glaube, wir machen erst drei Personen kochen wir. Hol mal raus, wie viel ungefähr an Kartoffeln. Weil ich glaube, Janik und Menge abschätzen das nicht so. Ich weiß mal, was das für wenig. Na gut, wir sind ja drei, ne? Noch nur, eine nehmen wir noch eine. Dann tun wir die jetzt mal weg, dass er vielleicht versteht, dass wir die nicht mehr brauchen. Und dann würde ich die mit in die Soße. Die wahrscheinlich auch. Und würde dann ganz normal einfach Kartoffeln kochen, Fleisch anbraten und dann halt eine leckere Soße dazu. Vielleicht machen wir auch ein Spiegelei noch auf das Hähnchen und dann haben wir so ähnlich wie ein Krüstchen oder so. Also erstmal fix hier Kartoffeln schälen. Und eigentlich müssen die auch noch klein geschnitten werden. Also das dauert sonst viel zu lange zum. Wir wollen ja in einer halben Stunde fertig sein mit Essen. Also, so dass wir essen können. Oh Gott, Kartoffeln schälen. Ich glaube, ich werde verrückt. Kriegen wir hier Hinweise, wie viel Zeit wir noch haben? Oder ist einfach, wenn vorbei, dann ist vorbei? Okay. Wenn vorbei ist, dann vorbei. Ach, schön, kommt aus die Schwarz hier. Hoffentlich muss ja nicht die Zwiebel schälen, schneiden. Das ist ja nicht so meins. Hoffentlich schneidet der Junge gleich die Kartoffeln klein, ey. Das wäre jetzt ja, wenn er die einfach so da reinwirft. Und dann sind die gleich wahrscheinlich schon angefangen mit heiß und weil wir könnten vielleicht das Kartoffelwasser schon mal. Hat der das wohl gesalzen? Ist die Frage, das brauche ich auch ein bisschen, um das zu kochen, ne? Ob wir das nicht einfach schon mal anmachen. Aber ich will jetzt auch nicht so eine Energieverschwendung sein, dass das dann gleich so eine halbe Stunde hier einfach an ist und nichts passiert damit. So kleine Dinger kann man aber echt schlecht schälen. Wir nehmen die großen, dann kann Janik gleich die kleinen weiter schälen. Scheiße. Ja, gut. Ich hoffe, er schneidet es gleich klein. Da wären wir auch wieder zweiter Durchgang für mich. Lea hat ausgesucht, was wir mit der Soße machen. Sie hat die Kartoffel wieder aus dem Wasser geholt und ich habe absolut, ja, mit dem hat sie mir auch mal gemacht, und ich habe noch absolut keine Ahnung, was wir genau machen wollen. Ich habe jetzt gerade auch schon mal ein bisschen überlegt in der Pause, aber ich habe noch gar keinen Plan dafür, womit wir oder was wir mit den Eiern vorhaben. Weil, keine Ahnung, kommen Eier mit in eine Soße rein oder so? Weißt du, kennt sich da jemand aus? Jemand von euch Koch? Haut das mal irgendwie in die Kommentare. So, ich habe jetzt keine Ahnung. Ich denke mal, Lea wollte auch genau diese Anzahl von Kartoffeln hier nehmen, deswegen schneide ich die jetzt einfach. Was halt auch ganz cool ist, dass Lea den Schlussstrich macht, weil wir sind ja beide genau fünfmal am Kochen. Und dadurch, dass ich angefangen habe, wird Lea aufhören. Und ich habe somit kein Problem mehr, irgendwie mit diesem ganzen Gericht hier fertig zu werden. Und das ist relativ toll. Und ich werde jetzt noch die ganzen Kartoffeln hier schneiden, weil ich denke mal, dass sie nicht mehr haben möchte. Und ich werde die jetzt auch noch nicht ins Wasser legen, weil ich glaube, sie hat sich schon irgendwie was dabei gedacht, dass sie die halt wieder aus dem Wasser rausgenommen hat. Deswegen einfach mal gucken, dass ich mit den Kartoffeln hier fertig werde, ne? Und ich sehe gerade, dass unser Kollege sich hinter der Kamera komplett kaputt lacht. Weil der natürlich über alles Bescheid weiß und ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich werde die Kartoffeln jetzt trotzdem erstmal schälen, weil das kann ja nicht so schlecht sein. Und das wird dann wahrscheinlich auch mein kompletter zweiter Durchgang werden. Ich könnte gleich nochmal das Wasser anmachen vom Topf, wo dann die Kartoffeln reinkommen. Weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen oder will sie die frittieren. Das wäre ein bisschen heavy.
Aber das können wir eigentlich schon mal machen, oder? Wir können schon mal ein bisschen Wasser anmachen. Wasser an. Ist es Touch? Ja. Das ist Touch. Perfekt. So, das hätten wir an. Hast du eigentlich auf den Timer gedrückt? Doch, okay. So, wir sehen, wir sind super vorbereitet. Das Ganze ist auch überhaupt nicht angelehnt an Pizza oder sowas. Also, wir haben absolut lange nachgedacht, was man so alles machen kann. Und wir sind dann echt nach langer Zeit Nachdenken auf diese Idee hier gekommen. Und ich muss sagen, das Prinzip ist schon relativ nice. Wenn das noch keiner von euch gemacht hat, macht das auf jeden Fall. Das ist ziemlich geil. Und ich habe absolut keine Ahnung, worüber ich labern soll, weil ich stehe nur die ganze Zeit Kartoffeln. Aber die müssen halt irgendwie geschält werden. Und die Hälfte fällt dann einfach alles auf den Boden, weil ich voll im Stress bin. Weil ich voll im Stress bin, weil ich echt keinen Bock habe, dass das Gericht hier irgendwann wegen mir scheitert. Und ich habe auch keine Ahnung mehr. Kannst du mal kurz den Timer anmachen, Kameramann? Das wäre wunderbar. Wie lange habe ich noch? Oh Gott, ich habe noch 12 Sekunden. Die Kartoffeln sind noch fertig. So, dann hätten wir das. Die fehlt noch ein bisschen. So. Noch ein bisschen größer. Komm. Und fertig. Okay, jetzt Wasser schon mal an. Oh Gott, das sind immer schon gut. Ich habe heute übrigens überlegt. Ich glaube, das machen wir anders. Wir machen hier wie so ein geschnetzeltes raus. Wir machen die Soße direkt da rein. Da weiß ich noch nicht, ob wir das wirklich so. Ich will das nicht kaputt machen. Und das würde ich tatsächlich erstmal als normales Erbsen und Möhren warm machen und dann als Beilage quasi servieren. Weil ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie so eine Matschepampe zu viel irgendwie wird da drin. Das wäre ja dann auch irgendwie blöd. Das ist auch die Frage. Jetzt muss man das ja gleich alles abschätzen, was man wann macht. Auf jeden Fall müssen erst die Kartoffeln jetzt fertig werden und klein geschnitten da rein. Und dann würde ich jetzt gleich tatsächlich so noch das Hähnchen schön klein schneiden, das anbraten und dann da die Soße mit reinmachen. Das passt ja gut, dann noch schön würzen. Dann sollte das ja eigentlich auch ganz gut schmecken. So, die Frage, machen wir das Ei dann, was machen wir mit dem Ei? Ich glaube, ich würde tatsächlich einfach so ein, ja, aber das passt dann ja auch nicht mehr, ein Spiegelei oben drauf. Kann man ein Ei da reinmachen? Ich glaube, irgendwie bei Eier irgendwas noch binden und keine Ahnung, das kann man, Alter, ja, alles verschollen. Keinen Platz mehr. Ich bin mal so dreist und muss ja jetzt schnell gehen. Wasser. Der ganze Boden ist voll mit Kartoffeln, das ist unglaublich. Schön klein schneiden, dass wir sie auch in der Zeit fertig werden. Und dann kann man direkt schon mal ungefähr sehen, welche Größe ich haben will. Uiuiui. Dann gleich da hoffentlich weitermacht mit der Gott, das rutscht hier weg. Also mit Hektik und Stress kochen, das ist schon, muss man erstmal hinkriegen. Ein bisschen Platz hier auf dem Brett. Gar nicht mehr vor lauter Schale, die hier rumliegt. Das ist eklig. Oh Gott, oh Gott, was macht man mit dem Ei? Ich glaube, ich würde einfach ein Ei mit reinhauen. Wenn ich das natürlich gleich so weitermache, das ist ja auch die Frage. Bestimmt. Wahrscheinlich ist auch Glück gewesen. Jetzt werden die gleich fertig. Naja, egal. Die sind ja schon klein schon. Die braucht man nicht so klein schneiden. Aber ich glaube, naja. Hey Freunde, weiter geht's. Lea hat, okay, alles klar, schon mal angefangen, die Kartoffeln in Würfelform zu schneiden. Dann machen wir jetzt auch mal weiter mit diesem Messer hier. Und ich habe mir die ganze Zeit gerade eben schon überlegt, was wir mit diesen Eiern machen. Und ich bin auf kein Resultat gekommen. Weil ich echt, der freut sich da hinten, der Dreckstack. ich habe absolut keine Ahnung, was wir damit machen. Und ich habe auch absolut keine Ahnung,
wie das Ganze hier enden wird. Ich habe gedacht, dass ich jetzt gleich schon mal, Alter, das ist ganz schön viel. Ich habe mir gedacht, dass ich gleich schon mal hier die Brust anfange, die Hühnchenbrust zu braten, weil das ist jetzt auch schon mein dritter Durchgang, glaube ich. Und ja, so langsam müssten wir mal ein bisschen vorankommen und wir sind halt immer nur noch mit Kartoffeln am Schälen. Deswegen werde ich jetzt diese Kartoffel hier noch zu Ende schälen. Den Rest kann ich von mir aus dann gleich leer oder so machen. Aber die Brust muss ja auch ein bisschen vorankommen mal, dass wir ein bisschen Fleisch haben. Fleisch ist wichtig, meine Freunde. Wenn ihr Veganer seid, tut mir leid, aber Fleisch ist geil. So, das haben wir jetzt gleich auch geschafft. Kartoffeln sind nicht perfekt geschnitten, aber es muss halt alles irgendwie schnell gehen. Und so. Und sie hat das jetzt irgendwie vor, das Hähnchen mit der Schlagsahne und diesem geriebenen Käse und den Oliven zusammenzutun. Da bin ich mal gespannt. Was wir auf jeden Fall schon mal machen, ist die Erbsen auf, weil die müssen ja auch gekocht werden. Gott sei Dank brauchen wir hierfür keinen Dosenöffner. Hier liegen überall auf dem Fußboden Kartoffeln rum, das ist nicht ganz so geil. Ach, Leute, das sind keine Erbsen, das sind Möhren. Jawohl, ups. Erstmal abschütten. So, und dann können die Möhren ja auch schon mal hier rein. Ach, das sind Erbsen und Möhren. Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ja, komm, mach einfach alle. Weil... zur Not essen wir einfach zu dritt. Was hat sie jetzt noch gemacht? Dann machen wir die auf jeden Fall schon mal an, auf leichter Stufe, dass die ein bisschen kochen können. Ja, nicht ganz so. Das reicht. So, dann knüpfen wir uns jetzt die Hühnchentitte vor. Machen die auch schon mal auf. Ich weiß nicht, ob man die waschen muss, ich hoffe nicht. Ich knall die jetzt einfach so in die Pfanne. Tada! Und werden die schon mal mit ein bisschen Öl füllen und auch die Pfanne anmachen, sodass wir hier schon mal so ein bisschen, sodass auf jeden Fall schon mal hier ein bisschen was in Gang kommt. Das können wir ruhig ein bisschen so machen, genau, Stufe 5 von 10, das sollte passen. Wir brauchen jetzt immer noch irgendwie, oder wir müssen immer noch die Schlagsahne und die Kräuter, die muss hier verwerten, keine Ahnung wie, aber es wird schon. Meine Zeit ist jetzt eh wieder um, ich übergebe weiter an Lea, bis gleich. Alles was an hier, ey. Okay, das ist trocken. Das machen wir erstmal aus, bevor das hier verbrennt. Und dann habe ich mich umentschieden. Wir machen das doch gleich da rein. Und das wird mal gerade warm. Da wissen wir ja, was wir machen wollen. Ich mache das jetzt einfach. Ich hole das wieder raus. Oh, das ist lecker! Und schneide das klein. Oh, ich dachte nämlich, wir machen da so Streifen. Und dann machen wir da nämlich doch Erbsen und Möhren mit rein. Und dann mit dem Ei. So. Dann mal die Pfanne raus. Und dann gibt es tatsächlich einfach drei Spiegeleier oben drauf. Also für jede Portion gibt es halt ein Spiegelei. Das heißt so, so und so. Und jetzt schneiden wir schnell das Hähnchen hier. Also für viel filetieren das heute nicht, viel Metzger spielen. Ich schneide das jetzt einfach, egal wie das aussieht. Das Gute ist ja, selbst wenn er gleich das mit Mais, okay, das sind jetzt keine Scheiben, wie ich mir die gewünscht habe. Ja, das mit den Erbsen und Möhren nicht schneidet und die jetzt so warm macht, kann ich das ja immer noch einfach hinterher auskippen und oben drüber schütten. Das heißt, dann wäre ich ja wieder dabei, wo ich mir das denke. Okay, das sind doch sehr große Stücke, so dachte ich das jetzt nicht. Mal. Da hinten wird es gerade warm. Okay. Ich glaube nicht so ganz, wie ich mir das gedacht habe, so auf die Schnelle. Die kann man schon verwenden, die sind schon klein, da ist noch einer hier in der Mitte. Oh Gott, das alles in 3 Minuten, das ist schon ganz schön
Wir schneiden jetzt grob das einfach ab. Und ich wollte noch geguckt haben, ob ein Kartoffel Salz dran ist. Das bestimmt auch nicht. Ich sehe schon, ich habe das Messer hier in der Hand, ey. Also, in der Hand habe ich es zwar schon, aber. Sind noch nicht mal eine Kartoffel geschnitten. Ach, jo, schön. Und die Zwiebeln auch noch nicht. Ja, das kommt alles noch. Shit. Ja, hier die das war's, Schatz. Wieder weg. Alles klar, wir sind zurück. Ich habe gerade gesehen, Lea möchte die Dinger, die Hühnchen müsste auf jeden Fall in. Oh Gott, ich glaube, ich weiß, was ich war. Sie will die, oder? Will sie die komplett klein haben? Nee, oder? Also, ich weiß, sie will die auf jeden Fall klein geschnitten haben. Ich weiß jetzt nur nicht, wie klein, weil sie jetzt hier einfach alles liegen gelassen hat. Aber ich werde jetzt erstmal mit den Kartoffeln vorfahren, weil ich habe gerade einen Tipp bekommen, dass wir die auf jeden Fall ausschneiden sollen. Und es ist ja zum Glück überhaupt nicht voll hier auf diesem Schneidebrett, deswegen. Hast du das schon? Die Erbsen und Möhren sind auf jeden Fall am Kochen, genauso wie die Kartoffeln auch. Was Lea jetzt wirklich vorhat, ich habe absolut keine Ahnung. Weil immer, wenn ich irgendwas in der Pfanne oder im Topf tue, tut sie das beim nächsten Mal wieder raus. Und dadurch, dass das ja auch einfach schon mein letzter Durchgang ist, werde ich halt echt leider. Vorletzter Durchgang, ne? Vorletzter? Vorletzter. Vorletzter. Werde ich das leider auch nicht mal ganz schaffen, alles. Aber wir können jetzt nicht alle Kartoffeln schneiden, weil sonst wird das wahrscheinlich zu viel. Und die Hühnchenbrust muss auf jeden Fall noch rein, weil sonst wird das zeitlich ein bisschen knapp. So, scheiß jetzt auf die drei, vier kleinen Kartoffeln da vorne. So, achso, die Pfanne hier. Ja, was will die denn machen? Drei Eier in der Pfanne, okay. Jetzt die Rühre an. Ich habe keinen Trigger. Wir machen die Eier auf, wir hauen die einfach schon mal in die Pfanne rein, weil das wird ja schon irgendwie stimmen. Kleine Messer. Hier. Man sieht, ich bin einmal in der Ecke. Ohne Scheiß, also 3 Minuten sind noch nicht so schnell rumgegangen. Keine Ahnung, ob sie Spiegelei machen möchte oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wo ist denn der Mülleimer hier? Aber ist mir egal. Die Eier da drin lagen, dann kommen die Eier jetzt auch da rein. Dann ist mir scheißegal, ob das jetzt so gewollt ist oder nicht. Ich werde die Dinger dann anmachen und dann ist gut. So, ohne Schale hoffentlich. Top. Dann machen wir die Platte schon mal an. Auch auf eine geschmeidige 6. Leider ist der Herd kurz ausgegangen, aber wir haben hier wunderbare Unterstützung, also passt das schon. Ja, was jetzt mit der, weißt du was, ich habe keine Ahnung, was die jetzt hiermit genau vorhat. Ob sie die noch weiter in Streifen schneiden wollte oder noch kleiner, auf jeden Fall ist alles schön zerhackstückelt und wir hauen das Ding jetzt so in die Pfanne. So, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, sind Würzungen, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Platzproblem, das geht nicht auf. Und wir haben ein Platzproblem, das stimmt. Und deine Zeit ist rum. Und meine Zeit ist rum, das heißt, ich hoffe, sie pfeffert gleich. Ich stelle das mal so daneben. Das muss erstmal weg, weil wir können das freies Fahrrad nicht für Haar. Okay, ich glaube, ich kann mir nur deswegen hier, ey. Nein, jetzt hat er versaut. Kriege ich da noch irgendwie ein Spiegelei raus? Scheiße, was macht der denn da? Was machen wir denn jetzt da raus? Kann man das auch hier kochen, diesen Riesentopf? Ja, ich hatte eigentlich oben für die große Platte, deswegen. Ja, aber es muss ja hier alles irgendwo. Ja, ich habe zwei kleine Pfannen und zwei große. Ja, das sind aber alles große Pfannen hier. Das jetzt aus. Beziehungsweise. Das klappt so nicht. Dein Stecker ist im Weg. Warum liegt das jetzt hier? Was bedeutet das, dass es heiß ist oder was? Ja, ich kann es leider nicht ändern. Ich weiß es nicht. Ich wollte das Salz. Ich hab's bestimmt gemacht, aber egal. Mal ein bisschen, das kann ja nicht schaden. Die sind noch nicht fertig. Die sind ja gleich da. Supi. Ich
Drei sind jetzt alle an, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, dass du was er macht, das ist gar nicht mehr, weil wir nicht mehr fertig werden. Und dann noch die Hilfe. Jetzt mal ganz kurz von hier hin. Ein Fleisch kaufen hier. Irgendwann noch fertig werden hier. Ja, hier ist es auf dem Boden. Janik darf weitermachen. Aber das ist Liebe, dass man nicht fertig ist. So, was geht ab? Wir sind zurück. Man hört, es ist ein bisschen lauter geworden. Lea hat auf jeden Fall die restlichen Kartoffeln gefehlt. Plus sich schon mal um das Hähnchen gekümmert. Das heißt, ich werde jetzt schon mal gucken, dass die restlichen Kartoffeln da irgendwie reinkommen. Und ich habe echt Angst darum, dass es zeitlich einfach gar nicht verliert, weil das ist mein letzter Durchgang. Und das wird verdammt knapp. Aber wir kriegen das mal hin. Wir werden immer noch diese Sachen hier, und ich habe immer noch gar keinen Plan. Knoblauch und Zwiebel habt ihr auch noch, ne? Und die Zwiebel haben wir auch noch, richtig. Das heißt, wir werden schon mal die Zwiebel eben uns empfehlen. Warum heißt das über die Zwiebel? Keine Ahnung. Und dann mit Zwiebel schneiden. Ich denke mal, die Zwiebel können wir ruhig mit zu den, zu dem Fleisch packen. Wenn die Farbe jetzt schon mal Bock hat abzukommen, die Farbe hat gerade gar keinen Bock. Komm, wir schneiden jetzt einfach in der Hälfte. So. Das kann was werden. Ich merke gerade, ich habe so lange keine Zwiebel geschnitten. Aber irgendwie ist das da hin. Aber. Ah! Jawohl! Easy, okay. So, was auch nicht reichen. Wir ballern das Ganze jetzt einfach mit in die Pfanne und dann wird es schon werden. Mach auch einigermaßen kleine Würfel. Ich bekomme gerade Gott sei Dank unterstützen, weil das ist relativ anstrengend, wenn man wirklich schneiden muss. Aber wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. So, das mit da drauf, das mit da drauf, das mit da drauf. Die wird erstmal da. So, die wird geschnitten, kommt nicht hier rein. Sollte reichen für die Menge. Ich brauche einmal den, das wäre nett. Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt gewürzt hat oder nicht. Ich habe ihr das Gewürz dahingestellt, aber weiß nicht, ob das angekommen ist. Und es ist verdammt voll gerade. Aber nur um sicher zu gehen, machen wir einfach noch ein bisschen drauf. Oh, das ist oben. Ah, perfekt. Würzen einfach nur mal, weil ich nicht weiß, ob sie das schon gemacht hat. So, jetzt haben wir auf jeden Fall gewürzt. Das Fleisch ist auf jeden Fall schnell fertig. Ist ja auch nur auf Stufe 9. Jetzt habe ich aber Angst, dass es gleich verbrennt. Jetzt nehmen wir jetzt mal ein bisschen runter. Die Zeit ist um. Okay, also Knoblauch scheint schon mal drin zu sein. Mm-mm.
Zwiebel. Die liegt da noch nicht. Ja, die ist da drin. Ah, da ist Zwiebel. Okay. Also wir haben da drüben schon mal einmal besprochen. Leider haben wir unsere Planung nicht ganz so gut gemeistert. Für drei Leute in der halben Stunde ist das doch ganz schön knapp. Wir machen jetzt noch so zwei, drei mehr Durchgänge. Ach, keine Zwiebel. Okay, die merken wir uns, die müssen wir morgen essen. Die Knoblauch wollte ich haben. Wir machen jetzt zwei, drei mehr Durchgänge, weil wir wollen ja schließlich schon auch abends essen und es ist ja schon Frage genug, ob das hier überhaupt essbar ist hier. Und dadurch, dass wir halt dann wenigstens was zu essen haben wollen, haben wir gesagt, wir machen jetzt hier ein bisschen, wie gesagt, so zwei, drei mehr Durchgänge, dass ja auch was auf den Tisch kommt, was dann halbwegs da ist, weil die Kartoffeln sind ja auch immer noch nicht. Und da, ja, schmeißt weg, haben wir. Ich werde nicht anfassen. Und hier ganz professionell ein bisschen, sonst sollten wir das wegstellen. Das Ei war auch schon mal ein bisschen. Sieht auch aus, ob da ein bisschen Gewürz dran ist. Das heißt, hier gibt es ganz rustikal im Groß Knoblauch. Und dann ist man jetzt auch mit. Und der Zwiebel auch was. Ist auch aber ein Stück groß geworden, egal. Sieht doch hier alles schon besser. Okay. Oh, das war ja nur eine halbe Zwiebel genommen, okay. Das ist, warum ist der Deckel nicht drauf? Wo ist der Deckel? Das ist ja nicht. Also. So, wie sieht das hier mit Würzen aus? Pfeffer würde man sehen, das ist noch nicht drauf. Machen wir auch mal, da bewegt man nicht viel. Okay, Kameramann guckt schon merkwürdig. Pfeffer sieht man aber nicht. Pfeffer ist lecker und ich dachte hier vielleicht auch ein bisschen Paprika. Und dann habe ich mich für nachher doch umentschieden und wir machen die Erbsen und Möhren doch da rein. Weil das mit dem Ei ist ja jetzt schon, oh, ich weiß nicht viel. Dass das so nur oben drauf kommt, das wäre ja dann blöd. Okay. Wie ich sage, das sieht doch schon ganz gut aus. Dann würde ich jetzt einfach mal anfangen, die Sahne nicht da rein zu machen. Alright, wir sind zurück. Die Sache hat sich hier Gott sei Dank etwas beruhigt. Das Fleisch ist inzwischen wunderbar braun und brodelt jetzt noch ein bisschen vor sich her. Sind wir damit auch in den Kochtopf von den Kartoffeln gegangen? Egal. So, passt schon. Ist hier alles ein Gericht. Kartoffeln brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen. Die Spiegeleier lassen wir einfach mal Spiegeleier sein, weil die Platte ist eh schon aus und da hat sich Lea schon ganz gut drum gekümmert. Wir haben die Zwiebel auf jeden Fall schon verwertet. Wir brauchen jetzt trotzdem noch irgendwie etwas und die, ich weiß nicht, ob sie die schon verwendet hat. Hat sie die schon verwendet? Er sagte nichts, natürlich. Okay. Wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal, glaube ich, eine schöne. Oder machen wir, knallen wir das einfach mit da rein, Leute. Kommen wir das mit in das Fleisch rein und dann machen wir so ein geiles. Boah, ich habe da richtig Bock, das auszuprobieren. Ne? Also ich bin am überlegen, ob wir einfach diesen Kräuterkäse und die Schlagsahne nehmen. Aber wobei, wenn wir das mit in das Fleisch rein. Nee, das schmeckt bestimmt nicht. 100% nicht. Ich gucke jetzt erstmal, dass wir hier ein bisschen Ordnung haben. Ich würde sagen, wir gucken einfach, ob wir daraus irgendwie eine geile Soße oder sowas machen können, aber ich glaube, so sind die Töpfe so ein bisschen ausgegangen. Das heißt, wir müssen jetzt wohl oder immer noch so einen richtig großen nehmen, weil ich habe... Auch durch die Sahne in das Fleisch rein, das hat er dann gerade leer. Alles klar, okay, ich habe gerade einen Tipp bekommen, da können wir die Sahne doch in das Fleisch ballern. Keine Ahnung, ob das schmeckt, weil ich kann es mir nicht vorstellen, aber wenn wir das so machen, dann hauen wir den Käse auch noch rein. So, Fleisch ist auf jeden Fall abgekühlt und jetzt kommt der Käse auch noch mit rein, aber ich würde jetzt hier nicht die ganze Packung reinballern, sondern einfach nur so ein bisschen und wie das schmeckt, ich habe absolut keine Ahnung. Es wird halt irgendwie funktionieren. Ich würde jetzt einfach mal einen Daumen sagen, wir ballern da erstmal die Hälfte rein.
Und dann würde ich sagen, kann Lea gleich einen Geschmackstest machen. Aber ob das noch was wird, ich habe absolut keine Ahnung. Das ist so eine komische, ekelhafte Konsistenz, die wir jetzt schon haben. Aber es wird schon schmecken, Freunde, es wird schon schmecken. So, und jetzt nehmen wir auch den Kochlöffel am besten nur noch für die Pfanne, damit da eben nichts mehr wirklich schief geht. So, jetzt verrühren wir das einfach ein bisschen und dann kann das ja so vor sich hin blubbern. Ob der Käse jetzt da rein muss, ich meine, da sind ja auch Zwiebeln drin und sowas, aber kann was werden. Das Ganze auf jeden Fall vor sich hin bröckeln. I don't know, ob Lea jetzt schon den Knoblauch damit reingepackt hat. Da ich jetzt nicht noch mehr Knoblauch reinpacken möchte, damit wir heute Abend noch einigermaßen gut unseren Atem riechen können, stelle ich das einfach dahin und sie kann dann ja sagen, ob sie das schon gemacht hat oder nicht. Ich stelle es mal hier so an die Kante, das wird schon. Ja, das fällt runter. Ja, es fällt runter, ich stelle es da drüber. Ja, alles klar. So, dann kann Lea auf jeden Fall gucken, ob sie den da reinhaben möchte oder nicht. Das bröckelt vor sich hin. Das andere bröckelt auch alles vor sich hin. Und dann würde ich sagen, ist Lea wieder dran. Deine Zeit läuft. Wo sind die ganzen Sachen da? Okay, das ist ja leer gemacht. Da kommt alles rein, wir sind zu dritt. Wer hat's doch hier reingetan, oder? Ja, gut. Aber prinzipiell ist das ja jetzt schon mal gut, wie ich mir das gedacht habe. Nur dass das Spiegelei halt irgendwie nicht wirklich spiegelt. Doch, das sieht gut aus. Das ist eigentlich hier schon. Da sollten wir vielleicht auch mal gucken. Okay. Kann ich gucken machen? So. Das kippen wir jetzt vielleicht auch, aber erst rühren wir einmal um, weil dann kann er es schon mal nicht mehr kaputt machen. Okay. Das ist ganz schön schmierig hier. Einmal ein bisschen wärmer, dass das hier auch. Oh Gott, ist das hartnäckig, der Käse. Und das ist sehr flüssig. Okay. So, hat er da jetzt nochmal Wasser reingemacht? Oder sieht so aus? Dann kippen wir die erst einmal ab, dass das nicht immer flüssiger wird. Heiß ist es noch. Zur Info, die hat er komplett vergessen, dass die da hinten steht. Umso besser, dass ich dran denke. Dann kippen wir die jetzt doch da rein. Dann hat er die auch gleich wieder im Kopf. Und dann kann er auch nichts mehr damit machen lassen. Das ist drin, würde ich sagen. Ja, so. Umrühren kann er gleich noch. Also wir haben gerade gesagt, ich weiß nicht, ob er schon gesagt hat, wir machen nochmal 3 Durchgänge mehr. Das ist eigentlich, das ist ja dann fast schon wieder entspannt jetzt. Wenn wir dann hier irgendwie mal so ein Pfannenwender. Oh Gott, das ist völlig feste. Da hätten wir vielleicht mal drum kümmern sollen. Hat der denn da Öl da so reingetan? Also ich bin fast drauf und dran, auch wenn es sehr schade ist, dass das also da kann man ja nicht mehr. Was sollen wir denn bitte damit machen? Eigentlich wollte ich das jetzt so in 3 teilen. Aber das ist völlig fest. Darf ich das neu anfangen? Haben wir noch einen Pfand? Tut mir sehr leid, aber. Schnell. Scheiße, jetzt hat er. Oh nein. Wir sind zurück. Und es sieht wirklich nicht schmackhaft aus. Aber Lea hat jetzt hier die Erbsen und Möhren mit der Sahne und dem ganzen anderen Zeug in einer Pfanne und wird das dann, denke ich, dann irgendwie so anrichten wollen. Wir haben ja wunderbare Probierlöffel, deswegen werde ich jetzt einfach mal gucken, wie dieses ganze Zeug denn hier so schmeckt. Es würde mich echt überraschen, wenn es gut schmecken würde. Ja, zumindest diese Flüssigkeit jetzt hier. Ja, mal gucken. Bei Trudy ist das
Viel, viel besser, als ich gedacht hätte. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen ist vielleicht ein bisschen sehr cremig jetzt geworden, aber in Kombination mit dem Fleisch und der Erbsen und Gwen und so weiter und so fort, ist das bestimmt ganz geil. Und ich weiß auch gar nicht, was wir jetzt alles noch genau machen müssen. Ich habe da immer noch die Knoblauch oder den Knoblauch da stehen. Ich weiß immer noch nicht, ob sie den reingemacht hat oder nicht. So, auf jeden Fall müssen die Kartoffeln jetzt halt noch ein bisschen kochen. Ach ja, schön, wir haben das Spiegelei hier, welches vor sich hinsteht. Mal gucken, Kartoffeln. Ja, die müssen auf jeden Fall noch ein bisschen, weil die sind noch steinhart. Ja, aber es wird, es wird. Und jetzt weiß ich auch gar nicht, was ich noch so viel machen soll, weil das meiste, ja, sie hat den ganzen Käse genommen. Das meiste haben wir jetzt, glaube ich, verarbeitet. Wir haben eine Zwiebel drin, wir haben eigentlich alles verwendet, außer jetzt den Knoblauch, weil da bin ich mir nicht sicher, ob sie das schon hatte. Aber ich möchte jetzt auch nicht auf Nummer, oder auch nicht auf Risiko gehen und dann denken, dass sie den noch nicht reingemacht hat und dann haben wir hinterher eine doppelte Portion drin. Ist auf jeden Fall. Oder ihr habt dann verkackt. Soweit alles ready. Sind, ne? Oder wir haben dann eben verkackt, also würde ich sagen, nehmen wir uns so eine. Weiß gar nicht, schneidet man die, tut man die direkt da rein. Ich habe noch nie wirklich so mit Knoblauch in Öl gearbeitet und ja komm, wir können ja einfach mal ein bisschen, wir können ja das System mal ein bisschen austricksen und die ganze Zehe einfach ganz klein schneiden und dann knallen wir das Zeug einfach so mit da rein, weil das ist dann verarbeitet. So, passt schon. Und jetzt würde ich sagen, ist es eigentlich nur noch vor sich hin köcheln lassen. Wir warten auf die Kartoffeln und können dann gleich jetzt eigentlich schon mal ans Anrichten machen. Und ich würde auch sagen, wir nehmen dann dafür Tiefe-Teller, wenn du die hier hast. Dritte Schublade. Dritte Schublade ist ein Teller, weil dann kann ich hier auf jeden Fall schon mal Teller hinstellen und eigentlich ist es jetzt wirklich nur noch warten auf die Kartoffelchen. Bitte? Drei Teller. Achso, ja, wir sind jetzt zu dritt. Es tut mir leid, ich habe kurz jemand vergessen. Vielleicht wollte ich selber nicht mitessen. Stell die mal hier hin. Und damit war es das auch schon für mich. Dann kann Lea weitermachen. Drei Sachen vorgenommen, die ich machen wollte. Ich wollte, wo ist mein Löffel, das hier probieren. Das schmeckt mal gut. Ich wollte. Oh, was aber? Pfeffrig geworden. Oh. Ist das denn jetzt hier schon? Ja, kleinste Bewegung hier und schon ist es nicht mehr drauf. Ich wollte das Ei machen. Jetzt hat das wieder. Und ich wollte gucken. Oh Gott, nehme ich das hier? Geht das? Und ich wollte gucken mit der Gabel, ob die Kartoffeln schon halbwegs gut sind. Mal, ob das hoffentlich funktioniert schon. Ich könnte Eier aufschlagen, da ist ja heiß, die Pfanne, heiß getroffen. Ah, das ist auch noch so viel. Oh Gott, ich hasse Spiegeleier. Ja, wir machen schnell die anderen beiden rein. So. Nummer 3. Oh Gott, das spritzt. Das war viel zu viel Öl gerade. Das tut mir schrecklich leid. Ich muss mir auch schrecklich leid, wenn wir Sachen wegschmeißen müssen. Die Gabel, den machen wir mal einmal so, weil das wahrscheinlich sehr heiß ist. Okay, die sind auch fest wie sonst was. Ja, wobei. Dahin, dann kann ich sie nachher sonst auch zum Essen benutzen. Hier würzen wir schon mal einmal. Was ihr auch seht, das braucht ihr nicht mehr machen. Also tatsächlich, das habe ich gerade probiert und es war auch sehr lecker. Oh, da muss man ein bisschen aufpassen hier. Wie gesagt, ein bisschen pfeffrig, aber sonst geht es eigentlich. Sieht irgendwie mehr aus. Irgendwie ist es mehr geworden. Ich werde es gerne, glaube ich, nochmal probieren. Ich glaube, es wird. Jetzt müssen die Eier noch gut werden hier. Nur uns, dass das gleich wieder versaut wird. Ich habe noch ein bisschen an die Seite hier, ein bisschen Platz schaffen. Ja,
kann ja eigentlich auch schon versuchen aufzuräumen, fast würde ich sagen. Das ist jetzt alles Müll hier. Was kann er hier gemacht haben? Noch Knoblauch, okay. Hat er die jetzt so da reingeschmissen oder hat er die wenigstens klein geschnitten? Wir werden es beim Essen sehen, würde ich sagen. So, wo ist denn hier mein Pfannenwender? Einmal schon mal nicht, dass hier wieder alles gleich festkracht. Oh nein, oh nein. Okay. Oh, oh, oh. Oh, ins Auge. Alright, mein letzter Durchgang für heute. Die Sache hat sich ja Gott sei Dank wieder ein bisschen beruhigt. Hat sie sich gerade eben auch schon, aber es ist trotzdem echt ein unfassbarer Stress, wenn man selber hier steht. Ich gucke jetzt nochmal eben, weil die Kartoffeln sind zwar schon am Blubbern, aber ich möchte hier so ein bisschen am besten den Deckel so schräg, ein bisschen Wasser rauslassen. Wenn ich das hier mal hinbekommen würde. Guck erstmal, ob die weiß sind. Ja, ich will nicht alles rauslassen, ich möchte nur so ein bisschen. Vorher brauchst du eigentlich kein Wasser rauslassen. Nur ein bisschen, weil die halt echt scheiße überkochen. Reicht schon. So. Genau, als nächstes mache ich das, was mir mein toller Freund gesagt hat. Ich werde nachgucken, ob die inzwischen durch sind. Ist da Zwiebeln mit drin und Öl? Alright, für den Geschmack. Ich fühle sie auf jeden Fall schon mal ganz gut an. Ich werde jetzt gleich einmal kostproben. Wir haben das Ei auf jeden Fall jetzt auch schon mal wieder in der Pfanne mit viel Öl, glaube ich. Wie gesagt, ich bin ja kein Eiesser, deswegen wird das für mich wegfallen. Dann hat einer von den anderen beiden ein Ei mehr. Das Interessante ist, dass sich hier die Farbe ganz schön verändert hat, glaube ich, im Gegensatz zum letzten Mal. Und es sieht halt wirklich nicht besonders appetitlich aus, aber es hat echt nicht scheiße geschmeckt, muss man sagen. Also werden wir gleich schon ordentlich was haben. Dadurch, dass Lea gleich halt echt nur anrichten muss und ich jetzt hier mit leeren Händen stehe, werde ich jetzt einmal eine Kartoffel probieren. Und dann kann Lea gleich in ihren letzten 3 Minuten alles ganz in Ruhe anrichten. Davon sind sogar gut, krass. Dann habe ich doch noch ein bisschen was zu tun und werde die Kartoffeln abschütten. Und Lea kann die komplette Zeit lang 3 Minuten damit verbringen, das richtig geil anzurichten. Ist das Sieb eigentlich für die Kartoffeln gedacht? Ich habe keine Ahnung. Hier ist ein Sieb drin und ich weiß nicht, ob das für die Kartoffeln ist oder nicht, aber vielleicht möchte sie damit ja auch irgendwas anderes machen. Auf jeden Fall geht das mit den Kartoffeln ja auch anders. Ups. Hört wieder an. Naja, mehr oder weniger. Wir müssen aber oben links auf jeden Fall anmachen. Ich möchte jetzt echt nicht die Kartoffeln wieder auf die Herdplatte, oder? Nein, ich möchte die schon mal auf die Teller tun. Gut. Also ich möchte schon mal so ein bisschen anfangen. Hast du einen Löffel oder so eine große Kelle irgendwo? Zweite Schublade. Dankeschön. Zweites um. Ja, mach das schon. So, gucken wir erstmal hier, ob er gerade nochmal geguckt hat, nicht dass sie hier. Die sind schon noch sehr weich, ne? Und er hat das alles ausgemacht. Ich glaube, ich würde die nochmal einmal anmachen. Das hier so Restwärme und so. Ja, vielleicht zu viel. So. Und dann geht es jetzt daran anzurichten. Hat er hier alles schon raus? Oh, die sind aber teilweise doch schon sehr schön weich. Okay, da sollen wir Essen drauf? Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte diesen Teller, beziehungsweise, Moment. Oh, es ist so, irgendwas ist hier falsch aufgedingstet. Was ist da drin? Da ist Dingsschale bei. Hier noch viel Platz, um hier was umzurichten. Das ist der, dann haben wir die da. Ein bisschen übertrieben jetzt, aber so. So, und dann
Dachte ich. Oh Gott, das funktioniert bestimmt nicht. Abtropfen lassen, kommt das oben drauf. Und dann haben wir doch unser Gericht angerichtet. Ich würde sagen, wenn das alles gut und gar ist, dann wird das bestimmt auch sogar ganz lecker. Ich glaube, dann können wir auch, bevor trotz meiner Zeit noch nicht um ist, schon mal den Rest anrichten und dann sehen wir uns beim Essen und probieren. Ja, dann fertig angerichtet. Yannick hat es einmal weggelassen, der mag das nicht so gerne. Ich bin sehr gespannt. Also eigentlich habe ich ja nur die Soße probiert. Was hast du so probiert bisher? Auch nur die Soße. Und eine Kartoffel. Eigentlich ganz gut. Ich bin mal gespannt, ob die Kartoffeln gut sind. Und ich bin halt absolut, würde ich mal kurz gesagt haben, halt echt kein Eiesser. Deswegen hat gerade jemand gesagt, dass man Eier so in einer warmen Pfanne macht und so weiter. Weil ich weiß nicht, ob du das schon gewusst hast. Ich habe das einfach nur in die Pfanne geknallt, die eiskalt war, ohne Öl, ohne irgendwas. Ja, und ich habe sie dann weggestellt. Ja. Ich bin gespannt. Also dann, erstmal hier Kartoffeln mit Soße ganz entspannt anfangen hier. Oh, Erbsen. Mit Erbsen. Guten Appetit. Gut. Sie ist weich. Hattest du die Kartoffeln gesalzen? Oh. Okay, ich habe was reingemacht, aber nicht so viel. Ja, ist gut. Hast du das Fleisch gewürzt? Ja, Salz und Pfeffer. Okay, das Fleisch haben wir doppelt gewürzt. Deswegen ist die Soße wahrscheinlich auch so. Ja, und dann habe ich da ja hinterher noch Paprika reingemacht. Aber, ich muss sagen, also die Soße ist schon echt geil. Mit dem Fleisch. Ja. Also, man kann es gut essen, würde ich sagen. Also, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen pfeffrig so. Aber wer darauf steht? Nicht schlimm. Also ich kann scharfes Essen gut leiden. Ja. Doch. Ich finde es eigentlich sehr lecker. Das könnte man vielleicht dann nochmal so kochen, dass man auch alles nacheinander ordentlich kochen kann. Und ich würde sagen, wir bewerten das Essen noch. Auf was für eine Skala denn? Bis 10? Schulnoten 1 bis 6. Ja. Ich weiß, es ist halt ein bisschen pfeffrig geworden, aber an sich finde ich sonst... Gut, wir hatten vorher gar keine Ahnung, was wir kriegen. Ich schwanke gerade zwischen 3 und 2, weil es sehr einfach war und eigentlich ja sehr unspektakulär. Aber ich glaube, wenn wir das nochmal machen sollten und dann was Spektakuläreres kriegen, weiß ich nicht, wie wir damit so umgehen können. Also ich würde eine stabile 2 bis 2 Minus geben. Ja, ich glaube, ich bin auch bei einer 2 Minus. Also man muss echt sagen, ich hätte jetzt echt gedacht, dass es richtig hart nach Hacke schmeckt, aber es schmeckt halt echt gut. Aber wenn ich sowas früher bekommen hätte, wenn ich von der Schule kam oder so, boah. Ja, doch. Also schon. Mir schmeckt es auch sehr lecker. Ich finde, das könnten wir auch irgendwann nochmal machen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Krass, wie wenig man in 3 Minuten schafft und wie viel dann andere in 3 Minuten doch verändern können. Der Stress ist heftig dabei, finde ich. Das ist auch so, wenn man so seinen Gedankengang hat, den man machen möchte, und dann kommst du in die Küche und es ist einfach alles anders, als man das vorhatte. Naja, auf jeden Fall. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir was Neues testen. Und Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Haut rein. Ciao.